Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial in Wabi Profi 3. In diesem Tutorial wollen wir uns die Stichwörter IBAN, BIC und SWIFT etwas genauer anschauen. Wabi Profi 3 hat eine kleine Helferklasse, die es Ihnen ermöglicht, ganz einfach aufgrund von vorhandenen Kontoinformationen die IBAN errechnen zu lassen. Und das, wie das funktioniert, das schauen wir uns an. Generell, die Deutsche Bundesbank stellt eine Bankleitzahlendatei zur Verfügung, die wiederum unterschiedliche Gültigkeitszyklen hat. Hier gibt es zum Beispiel eine, die ist gültig vom 9.09.2013 bis zum 8.12.2013. Dann gibt es wieder eine, die ist vom 9.12.2013 bis zum 2.03.2014 gültig. Und es gibt auch Löschungsinformationen, die dann sagen, okay, im September 2013 werden welche gelöscht oder im Dezember 2013 werden auch wieder Bankleitzahlen gelöscht. Die fallen weg, sind jetzt anders. Wabi Profi 3 bietet Ihnen automatisch, wenn Sie einen Servicevertrag haben, die Aktualisierung dieser Dateien an. Da brauchen Sie sich um gar nichts kümmern. So viel mal dazu. So, wie sieht es jetzt aus? Anwendungen, Buchhaltung und Konten ist die einfachste Variante, um Ihnen das jetzt zu zeigen. Ich lege ein neues Konto an, zum Testen aber, ich sage Konto 2, das ist ein Girokonto. Der Benutzer bin ich selbst. Also da kommt natürlich Ihr Name rein. DATEV-Kontonummer, klar, da kommt die Nummer des DATEV-Kontenrahmens rein für dieses Konto. Kontonummer, Bankleitzahl ist eigentlich bekannt aus der Vergangenheit. So, was haben wir noch? Jetzt haben wir Felder für Bank, klar, da kommt der Name der Bank rein, IBAN und BIC. Hier sehen Sie kleine Fragezeichen. Hier können Sie die BIC-Suche aufrufen. Und zwar können Sie sagen, ich suche die Bankleitzahl in einem Ort. Hupsala, so. Ich sage jetzt einfach mal so. Ich suche diese Bank in dem Ort Amberg. Jetzt klicke ich auf Suchen und wir sehen nun, dass wir eine Liste mit denen eine Liste mit Treffern haben, mit den Suchkriterien, die wir oben eingegeben haben. Das ist ein sehr schönes Beispiel, denn wir sehen nur bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach hier eine BIC stehen. Was bedeutet das? Das heißt, eine Hauptgeschäftsstelle hat eine BIC und alle angeschlossenen Filialen dieser Hauptgeschäftsstelle erben diese BIC. Also so ist es halt bei der Bundesbank geregelt. So, und diese Logik ist in Wabi Profi 3 implementiert. Jetzt wenn Sie sagen, pass mal auf, ich habe zwar die Sparkasse Amberg-Sulzbach, aber die Filiale Schneidenbach. Und jetzt, wenn Sie auf Übernehmen klicken, wird automatisch die BIC der Hauptgeschäftsstelle hier eingesetzt. Cool. Klar, Sie haben eine Kontonummer, 11223344, egal. Und jetzt können Sie ganz einfach hier auf dieses Fragezeichen klicken und können sich die IBAN aus der Kontonummer und der Bankleitzahl berechnen lassen. Wabi Profi 3 zeigt Ihnen nun eine Information an. Pass mal auf, das ist jetzt die IBAN. Stimmt die? Das bitte noch kontrollieren. Bis jetzt hatten wir keinen Fall, in dem es nicht gestimmt hat. Da können Sie sagen, ja, das stimmt. Und wenn Sie sagen, nein, können Sie es von der Hand selber eintragen. Ich sage jetzt einfach mal ja. So, und jetzt haben Sie Ihre IBAN drin und können das Ganze jetzt abspeichern. Okay, hier haben wir einen Anfangsbestand zu einem Datum. Klar, weil wir bei den Konten sind. Ist jetzt nicht wichtig. So, und nun haben Sie IBAN, BIC, Kontonummer, Bankleitzahl, Bank, alles mit implementiert und drinnen. Gehen wir mal kurz zum Kundenstamm. Im Kundenstamm ist es so, dass wenn Sie Lastschriften machen, Autohaus, Mustermann, okay, tun wir jetzt gar nicht lang rum. Wir haben hier einen Kunden, Autohaus Mustermann, der kauft bei Ihnen ein und bei dem buchen Sie ab. Da ist das gleiche wieder. Jetzt nehme ich irgendwas, ohne hier großartig zu suchen. Ich nehme jetzt hier in Mundelsheim. Zack, habe die Kontonummer 11445588877 oder so, ist egal. Dann sage ich, lass mir eine IBAN berechnen. Ja, so. Schon haben Sie die Informationen drin. Und was jetzt richtig cool ist, Sie können hier ein Mandant-Einzugsformular drucken. Da können Sie draufklicken. Jetzt lädt er aus dem Internet diese Datei herunter und füllt die auch zugleich aus.
Diese Sicherheitswarnung, die Sie jetzt sehen, ist nichts anderes, dass Sie sagen, ja, das ist okay, wenn du das für mich machst. Das heißt, das automatische Ausfüllen des PDFs mit den hinterlegten Informationen erfolgt nun on the fly. Und hier haben wir hier Zahlungsempfänger, das sind Sie, also Your Store habe ich halt hier uns genannt. Ich habe gesagt, der Inhaber ist der Huber Franz. Der Zahlungspflichtige ist das Autohaus Mustermann mit den IBAN und BIC-Informationen und so. Das braucht der Kunde jetzt nur noch in dreifacher Art ausdrucken. Einmal für sich selber, einmal für die Bank und einmal für Sie. Ja, und dann ist es gut. Dann haben Sie on the fly ein PDF erzeugt für Firmenlastschrift, also für SEPA-Firmenlastschriften und alles ist gut. Also einfacher geht es ja wohl kaum. So, dann speichern wir das Ganze hier. Ja. Okay. Also das ist halt wichtig oder das ist halt ein tolles Future, wenn Sie sagen, ich ziehe was per Lastschrift oder per Abbuchungsverfahren vom Kunden ein. Also das heißt, Sie buchen irgendwas beim Kunden ab. Dann haben Sie hier gleich die Möglichkeit, das auszudrucken und den Kunden auszuhändigen. Also coole Geschichte. Okay, wo haben wir diese Information natürlich noch? Im Lieferantenstamm finden das wir natürlich auch, dass wir hier bei den Informationen der Lieferanten hier die gleiche Eingabemaske haben. Und das ist das Schöne, dieses Konstrukt oder diese Klasse, dieser Container von IBAN, Bankleitzahl, BIC und so weiter ist überall derselbe. Das heißt, überall, wo Zahlungsinformationen möglich sind, haben Sie das gleiche Konstrukt vorliegen, sodass es für Sie oder so, dass Sie sich wirklich nur einmal damit auseinandersetzen müssen und Ihnen das Konstrukt immer wieder bekannt vorkommt, vom Handling her, vom Aufbau her und von der Bedienung her. Ja, so einfach ist es, mit Wabi Profi 3, IBAN und BICs zu verwalten. Bis bald. Tschüss.